So, hallo, wir machen weiter bei Jam 2. Dem wunderschönen, wunderschönen gelben P-Switch-Level, das einfach nicht aufhören will. Es ist jetzt schon die dritte Stunde, die wir in diesem... Ich krieg's nicht hin. Es ist jetzt schon die dritte Stunde, die wir in diesem Level verbringen. Beziehungsweise sie hat angefangen, die dritte... Die dritte Stunde hat angefangen, so rum. Ich glaube, so rum ist es richtig. Okay. Jetzt ist alles gut. Warum ist da oben eine Röhre? Warum ist hier überhaupt ein Block? Warum ist hier ein extra Pilz? So. Ich hoffe, jetzt hat sich das erledigt hier. Zurück kann ich ja eh nicht. Ah, verstanden. Mann! Okay. Nice. Au! Press and hold R to free. What? Also solange ich L und R drücke, kann ich nicht nach links und rechts geschubst werden. Yo! Wie habe ich das gerade gemacht? Oh, da muss ich warten, bis der kommt. Ach du Scheiße. Ja, wie? Was nützt mir denn das Anhalten jetzt hier in dem Fall? Weil ich halt ja an und nicht die. Ich sterbe ja trotzdem. Hä? Ah?
Ich hätte den Pinguin gebraucht. Oh. Das heißt, der muss unter mir durch. Verstanden. Anders unter mir durch. Ach. Lass mich doch erstmal zurückspulen in Ruhe, du. Aber. Muss da in der Luft warten, bis da unten das Viech ankommt, okay? Ja, okay. Wieso funktioniert es jetzt nicht mehr? Gerade eben kam ich deutlich höher. Wie habe ich das gemacht? Und dann falle ich aber ja einfach runter. Oh mein Goodness. Aber gerade war ich so viel höher. Wie bin ich gerade so viel höher? Ach so. Zurück. Was ist denn jetzt wieder gedrückt? Nix State 9. Leck mich doch. So. Vielleicht braucht er mehr Anlauf. Kann ja sein. Soll ich da drüber kommen? Ich komme da nicht drüber. Was soll ich tun? Muss ich noch viel mehr abwarten oder was? So, was, wo fährt der jetzt hin? Der fährt einfach nur links und rechts. Und ich fall dann runter. Das nützt mir gar nichts. Ich komm da nicht drüber. Was zur Hölle? Ah, so komme ich drüber. Okay, ich muss ihm den Rücken zudrehen. So also. Jetzt geht's wieder nicht! Jetzt. So schnell kann ich nicht reagieren! What the hell?
Alter, so schnell kann ich nicht rennen hier. Toll. Ja, genau das ist genau, was ich wollte. Oh mein Gott. Es ging doch gerade einmal. Aber gut, da hatte ich auch wieder schon wieder mehr Anlauf, ne? Wahrscheinlich brauche ich wieder mehr Anlauf. Geh zurück. Geh zurück, ganz zurück. Stopp! Nicht. Mann! Du sollst nicht jetzt schon. Geh zurück. So. Wow. Wie habe ich das gerade gemacht, dass ich da drüber geflogen bin? Zumindest so ein bisschen. What? Wie? 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 Wie habe ich das jetzt gemacht? Jetzt war ich sogar hoch auch noch dazu. Was ist das für ein Dreck? Alter! Kann mir doch keiner erzählen, dass ich hier nur zu doof bin, ein Gimmick zu verstehen. Das ist mit Abstand. Das Gimmick ist ja an sich von der Idee her lustig, aber das so umzusetzen. Ich komme da nicht drüber. Außer dreimal, wenn der Mond gerade keine Ahnung wie steht. Boah, ist das ein Dreck. Und selbst wenn ich es dann mal schaffe, rechtzeitig dann auf die LR-Taste zu wechseln und die zu drücken. Wir können jetzt hier noch 20 Minuten sitzen. Oder ich tue mir jetzt einfach einen Gefallen und leg mich schlafen und lass die Scheiße hier sein. Wir machen hier wann anders weiter. Das ist natürlich jetzt mitten im Part, aber es ist mir wurscht. Ciao. So, hallo, wir machen mitten im Part weiter mit... Ah, oh, ich hab's noch gar nicht geöffnet. Einem wunderschönen Level in ZMZ. Ach, in ZMZ. In Jump 2. Für euch ist es jetzt einfach mitten im Part, ne? Ich hab das ja einfach abgebrochen. Weil ich... Holy, absolut keinen Nerv mehr hatte, da weiterzuspielen. Und ich habe jetzt auch gar keinen Bock, da weiterzuspielen, aber wir müssen das ja irgendwie durchkriegen, das Level. Ich hoffe nur, gimmicktechnisch ist das jetzt mit das Schlimmste, was wir bekommen können. Ja, kommt jetzt die Aufnahme vielleicht? Ja, danke. Aber wir werden sehen. Oh, ich sehe jetzt erst, dass da das P fehlt am Anfang. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Da steht Nintendo Resents. Okay. Hatte das irgendeinen Grund? Ich habe keine Ahnung. So, ich hoffe, ich lade jetzt das Richtige. Ja. Also, leider lade ich das Richtige.
Und direkt der erste Sprung wäre direkt. Oh! Wie habe ich denn das jetzt wieder gemacht? Genau. Das kriege ich jetzt. Das kriege ich jetzt 10 Minuten lang nicht mehr hin. Okay, ich. Lass mal genau den State, wie er ist. Oh mein Gott. Aus der Situation geht es einfach gerade. Wie auch immer. Aber ich lasse diese Situation genauso. Wie habe ich... Okay, wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gerade gemacht? Jetzt muss ich rumprobieren. Okay, jetzt geht... Zweimal ging es. Zweimal ist er drüber geschossen. Ich muss nochmal kurz gucken, was war die Taste, die ich drücken muss. Ich muss L und R drücken, ne? Und dann hält er an. Ja. Wie habe ich das gerade gemacht? Wie? Was ist das Timing? Was ist das Timing? Ich hatte es ja gerade. Was habe ich anders gemacht? Ich wechsle den State, dass ich den jetzt gerade nicht verliere. Oh, das ist es. Oh, das ist es. Oh, das ist es. Oh mein Gott. Oh Gott, okay. Okay, wir haben die Stelle. Wir haben die Stelle. Jetzt muss ich das nur noch gut timen. Ach, scheiße. Und dann noch durch die Röhre gehen. Okay. Okay, wir haben... Oh mein Gott, wir haben die Stelle. Oh, war das jetzt ein Glück, dass das Laden des States... dahin geführt hat. Okay, ich verstehe, was ich tun muss. Ich muss auch rüber. Okay. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Das heißt, ich kann gleich, wenn ich durch die Röhre durchziehe, dann ein State setzen. Oh mein Gott, was ein Zeug. Muss ich erstmal ausatmen. Ich habe echt gedacht, ich starte die Aufnahme und ich bin jetzt wieder bestimmt eine Viertelstunde noch an der Stelle oder so. Weil, ihr habt ja gesehen, so, ich hatte echt kaum Einfluss darauf, dass... Oh mein Gott, bin ich gerade erleichtert. Ich weiß nicht, was alles noch kommt. Das Gimmick an sich war cool. Dieses Anhalten, ne? Aber die Kombination mit dem Pinguin, da den schnellen Sprung rauszubekommen, keine Ahnung, wie man das hinkriegen kann. Ich habe es jetzt glücklicherweise geschafft, aber uff. So, wir speichern mal hier. Okay. Nice. Und das ist der nächste Raum. Und damit ist dieses Gimmick durch. Okay. Okay. Es kann nur schlimmer werden. Ah, ist das jetzt so? Nee. Ach, das ist einfach aushalten. Moment, dann mache ich nochmal kurz hier zurück. Ich dachte, ich muss die kaputt machen oder so. Es ist einfach aushalten. Okay. Das ist ja wieder ganz interessant. Entschuldigung, ganz interessant. Ja, ich wollte eigentlich auf ihn spinjumpen. Aber er wollte nicht auf... Dass ich auf ihm spinjumpe! Aua. Die nehme ich mit. Oh. Da hat er dran gedacht, dass man die nicht mitnehmen kann. Schade. Ah, die Musik ist gerade großartig. Das will ich gar nicht mit zu viel Laderei kaputt machen, die Musik. Wir schauen mal, dass wir möglichst weit kommen ohne... Mist.
Probleme, aber das wird wohl eher nicht funktionieren. Schade. Hier ohnehin durchkommen wäre super. Nice. Hier auch. Das. Ah, schade. Aber ich bin dafür noch groß jetzt. Jetzt kommen die Shells. Okay, das war neu. Das ist auch kein Thema. Das ist auch kein Thema. Easy. Da kann ich zerquetscht werden. Das wäre natürlich ärgerlich. Jetzt kommen Fische. Oh, ich sterbe gar nicht. Ich kann runterfallen. Ich dachte, ich sterbe, wenn ich. Oh, wait. Das muss der hochfahren. Oh, okay, verstanden. Wir machen nochmal von hier. Ah, den Abschnitt mag ich. Der Abschnitt ist cool. Vor allem verglichen mit dem, was wir vorher machen mussten. Wobei das halt nur die eine Stelle war. Ansonsten war das Gimmick echt cool. Oh Gott, das ist jetzt zum Glück doch kein kompletter Rage-Part. Das war ja. Ah, jetzt bin ich da oben dran gestorben. Das ist natürlich nicht so gut. Das war ja. Also es war wirklich gut, dass ich es beendet habe, die Aufnahme damals. Das ist jetzt echt schon ein paar Tage wieder her. Habe ich überhaupt noch Folgen? Ich muss mal gucken, nicht, dass ich, ich weiß gar nicht, wo wir gerade aktuell sind von da, vom Upload. Was war denn heute für ein Part? Ich weiß es gerade echt nicht. Oh, Hilfe. Sind wir auf YouTube schon im gelben Switch unterwegs? Bin mir nicht sicher. Hi! Bin mir nicht sicher. Ich sollte zwischendurch mal wieder in den State setzen. Ich möchte nicht so viel zurückspulen, weil dann geht die Musik so kaputt. Ich will immer nur zwischendurch mal kurz laden. Aber ich würde gerne immer nur dann in Save setzen, wenn ich auch die Pilze behalten kann. Na egal. So ist es okay. Na, das ist nicht okay. So ist besser. Jetzt bin ich auch nicht runtergefallen, wie so ein Vollidiot. Und jetzt weiß ich auch, wie die Stelle hier funktioniert. Easy. Und ja, der Hit musste. Wait, was muss ich. Oh, verstanden. Vielleicht habe ich sogar die Möglichkeit, hier auch auszuweichen. Ist jetzt kurz ärgerlich für die Musik. Ja, es könnte gehen. Yes, nice. Und jetzt muss ich über den Cooper hier hoch. Oh, das habe ich schlecht getimt. Aua. Das kann man also deutlich besser timen. Ah, okay, noch besser. Man kann es noch besser timen. Jetzt wird's kritisch. Ah, oh, das war's aber auch schon. Cool. Schöner Abschnitt. Hä, bin ich jetzt da durchgelaufen oder hat mich das vorgezündet? Okay, ich bin vorgelaufen. Ich dachte irgendwie, ich bin vorge. Okay. Dann habe ich einfach gerade nicht richtig die Tasten gedrückt. Alles gut. Das scheinen mir die ganz normalen Stampfer zu sein, wie man sie aus Digi's Castle kennt. Also aus dem. Oh boy! Aus dem ersten. Von der Dings her. Ich glaube, die sind immer an der gleichen Stelle. Das heißt, wenn ich mich vorne aufhalte, dürfte nichts passieren. Ja, easy. So einen Raum jetzt dann wieder einbauen nach dem ganzen anderen Zeug. Es ist so irrsinnig. So. Jetzt ist die große Frage. Achso, ich gehe noch gar nicht durch die Tür. Ach, ich gehe jetzt. Moment, ich muss erst mal gucken, wie es hier noch weitergegangen wäre. Gar nicht, okay. Bossfight. Oder auch nicht. Wieso hat Mario eine Brille auf? Was sieht er jetzt anders? Was ist jetzt? Okay. Okay. Jetzt hat Mario keinen Durchblick mehr. Huch, woran bin ich denn jetzt gestorben? Was ist da ein Stachel? Ist das ein Stachel? Was ist denn das? Ist das ein Stachel? Das war so ein Block. Um Himmels Willen. Okay, also wir sollten möglichst tunlichst vermeiden, getroffen zu werden.
Okay, aber das nehme ich dann auch hin, weil das ist ja das Gimmick des Levels. Ah, das ist fest. Das muss ich dann jetzt so akzeptieren. Weil man kann es ja trotzdem... Oh, das sind jetzt auch Stachel. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, man kann es ja trotzdem spielen. Oh, jetzt habe ich... Na gut. Okay. Jetzt muss ich aber trotzdem hier in der Mitte irgendwie stehen bleiben. Nice. Ach, das waren auch Tötungen. Ja, verstanden. Kann ich die speichern oben? Nein, also ich kann sie nur einmal tragen. Aber die wird wahrscheinlich relativ oft wird's wieder eine neue geben. Insofern, wenn ich getroffen werde, nehme ich es einfach hin. Ja, guck mal, da gäbe schon wieder die nächste. Okay. Akzeptiere ich. Es ist fast lustiger, so zu spielen. Aua. Es ist fast lustiger, so zu spielen. Bin ich ganz ehrlich. Es hat was. Kann ich eigentlich direkt? Ja. Easy. Jetzt krieg ich schon wieder die Brille. Schade. Hätte gerne noch ein bisschen den Effekt behalten. Das ist echt ein lustiger Effekt. Ah ja, danke schön. So ist gut. Und da ist schon wieder die nächste Brille. Okay. Oh, aber die Brille war auf einem Podest, wo auf dem ich nicht stehen kann. Die war einfach so in der Luft sozusagen. Okay. Dann nochmal von hier. Ah ja, so ein Block. Auf so einem Block ist die drauf. Da kann das Item drauf sein, aber Mario nicht. Verstanden. Was für Ideen die hier schon wieder hatten, ne? Und wir sind immer noch im gelben Switch. Ich möchte es nochmal betonen. Wir sind hier nicht einfach... Oh Gott. Komm ich da drüber? Yo. Jetzt weiß ich nicht, ob ich auf... Ist das ein Tötungs... Nein, das ist kein Tötungsblock. Aber wo kann ich jetzt... Stehen? Okay. Die sieht man fast nicht. Gut, dass die Münzen hier sind. Hi. Was waren solche... Ah, das waren diese Blöcke. Okay. Interessant. Oder hätte ich durchge... Nee, ist egal. Kann ich auch so machen. Ja, egal. Ist in Ordnung. Nice. Plop, 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 plop. Das war's wohl. Witzige Idee. Oh, sind wir finally zurück im Switch? Kannst du dich mal verziehen? Ich brauch dich nicht. Geh weg. Ri. Oh, ist jetzt nochmal ein Puzzle am Schluss? Oh, das... Nee. Ich dachte erst. Sieht aus wie eine Coin Snake oder sowas. Oh, ich kann den nicht? Okay. Ich muss den hier in dem drin... Hier innen drin drücken. Na gut, wir müssen erstmal rausfinden. Was jetzt Sache ist und was ich überhaupt tun will. Oh nein! Oh nein! Oh nein, ich muss den Giftpilz bis hierher transportieren, damit ich klein werde. Oh nein. Verstanden. Oh no. Dann muss ich hier... Okay. Aber ich glaube, das kann ich jetzt schon machen. Ich glaube, so viel ist es gar nicht, was ich hier tun muss und beachten muss. Ich muss mir das gleich mal... Ich probiere es erstmal... Ich weiß... Also ich sehe, dass ich eigentlich das jetzt noch nicht machen sollte. Ne? So, damit sollte ich eigentlich noch warten. Aber ich kann hier den Block schon mal wegmachen.
Die Münzen hätte ich jetzt auch noch wegmachen können. Also die Zeit wäre übrig gewesen. Ach, ich komme nicht mehr raus! Ach, ich komme nicht mehr raus! Ja, dann hat sich mein Plan komplett erledigt. Gut. Dann hat sich mein Plan komplett erledigt. Dann muss ich doch gleich am Anfang das machen. Ah, dann kann ich die hier gar nicht wegnehmen, die Münzen. I see. Dann muss ich erstmal dafür sorgen, dass... Ja. Na, so halt nicht, weil jetzt komme ich... Warum geht das nicht? Weil ich jetzt da drüben nicht durch die Blöcke... Ja, genau, durch die Blöcke nicht durchkomme. Okay, verstanden. Also muss ich wirklich am Anfang den erstmal hier drüber zünden? Ah, shit. Und dann darf der da nicht runter. Sondern muss direkt... Ah! Wieder mit da hoch. Gut. Das läuft ja besser als ich... Ja. Als ich dachte. Yo. Chill. Chill mal hier. So, jetzt ist er da drin. Okay. Und jetzt muss ich hier drin den Peasage auslösen. Jetzt muss ich den aber erstmal im Bild behalten wahrscheinlich. Aber jetzt muss ich schnell sein. Ah, verstanden. Glaube ich. So, jetzt muss der hier hoch. Und dann muss ich hier hoch. Ja, perfekt. Okay, und jetzt muss ich den hier jonglieren. Verstanden. Okay, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Gut. Gut. Jetzt auf die andere Seite. Nice. Hier drüber. So. Und jetzt muss ich mich halt, bevor ich getroffen werde von dem Pilz, muss ich halt die Blöcke aufgedreht haben. Easy. Das ging wirklich. Das ging wirklich in Ordnung. Oh, jetzt sind wir aber wirklich im P-Switch zurück. Im Switch zurück. Jetzt muss hier hinten der Gelbe kommen. Kommt noch irgendwas Gefährliches? Nein, wir sind... Oh mein Gott. Wir sind angekommen. Das war eine Reise. Vor allem in dem Part der Anfang. Gewaltiger Rage. Wegen dieser einen Stelle. Aber alles andere war dann wieder in Ordnung. Oh, zur Feier des Tages machen wir tatsächlich einen Jump in Jump. Sehr gut. Nice. Oh mein Gott. Das war eine Achterbahnfahrt. Dieser Switch war eine gewaltige Achterbahnfahrt. Uff. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Die Staffel Gelber Switch ist beendet. Jetzt geht's weiter mit der nächsten Staffel in Jump 2. Und tschüss.